Mega nice! Oh mein Gott! Damit habe ich gar nicht gerechnet! Hallo liebe Büchermama! Hallo! Wir haben heute ein neues Unboxing für euch. Ein Get Digital Lootbox Unboxing! Und wir fangen wie immer an mit Jennys Hausaufgaben. Jawohl, die Get Digital Lootbox kommt einmal im Monat raus. Ihr könnt sie in 3 verschiedenen Paketen buchen. Nämlich einmalig für einen Monat, dann einmal alle 3 Monate und einmal ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr. Ich weiß es gerade nicht mehr. Auf jeden Fall. Das geht jetzt an die aufmerksamen Zuschauer. Quizfrage. Ist es ein halbes oder ein ganzes Jahr? Schreibt es unten in die Kommentare. Geht gut los. Ja, was haben wir dieses Mal für ein Upgrade hier drin? Weißt du es noch? Ja, Legend of Zelda. Oh yes. Ich bin auch schon sehr gespannt, weil ich quasi gerade eingestiegen bin, Zelda zu spielen. Und zu dem Upgrade erzählen wir euch gleich noch ein bisschen was. Wir wollen aber erstmal unsere Lootbox aufmachen. Ed Sheeran kommt. Weird. Ja, ich bin auch sehr verwundert, dass die Box dieses Mal so klein ist und sehr handlich, aber das ist schön. Das T-Shirt liegt einfach oben drauf. Was zur Hölle? Das war doch nie so. Oh mein Gott! Normalerweise muss man 1000 Jahre suchen, bis man überhaupt was findet. Heute ist alles anders. Das ist eine Kuh und eine Ente. Das ist, glaube ich, etwas, das ich nicht verstehe, weil es irgendwas mit Mathe zu tun hat. Ich glaube auch. Kennst du wirklich nur eine Ente? Es hat was mit Mathe zu tun, weil das ist das Wurzelzeichen. Die Ente ist die Wurzel aus einer Kuh, die Kuh ist die Wurzel aus einer Ente. Ich bin zu blöd für dieses T-Shirt. Ich versteh's auch nicht. Wir warten auf den Zettel. Genau, wir werden im Zettel nachgucken, was dieses T-Shirt bedeuten mag. Es ist auf jeden Fall süß, aber ich bin kein Mathematiker. Ich bin super schlecht in Mathe. Das ist mein absolutes Hassfach in der Schule gewesen. Von daher. Meinst du auch? Ich versteh's auch nicht. Machen wir mit was anderem weiter. Ich habe schon leider das große gesehen. Ich muss jetzt rausnehmen, weil es ist Harry Potter und es ist der Schnaps. No way! Oh mein Gott, ist der schön! Oh mein Gott, USB Powered Light. Ach, das ist eine Lampe. Touch activated on off function. Was? Ja, man kann das doch. Packen. Oh Gott, das ist Glas, pass auf. Hier ist das USB-Ding. Mhm. Mega nice! Oh mein Gott! Damit habe ich gar nicht gerechnet. Geh mal davon aus, man schließt es einfach nur an. Ja. Für ein paar Stunden und dann kann man es boxen und dann geht's an. So steht es zumindest hier in den Instructions. Ja, also man schließt den einfach hier ans USB-Ding an und wenn es aufgeladen ist, dann tippt man oben drauf und dann leuchtet das. Voll toll. Mega schön. Nice. Das sieht aus, als würde der Start streben. Vor allem sieht es fancy aus, wenn es leuchtet. Guck mal. Hinten steht drauf. Oh ja. Sieht so mysteriös aus. Mysteriös. Schlüsselanhänger, Fantastic Beasts. Aber das ist auch wieder so ein Gummianhänger. Da bin ich ja persönlich nicht so Fan von. Ich finde die halt einfach nicht so hochwertig. Nee. Und die werden so schnell dreckig. Aber ich finde es cool, dass gleich 2 Harry Potter Items da sind. Das ist fast so ein bisschen, als wäre das das Upgrade. Ja, das ist aber nicht mysterious. Ich nehme mal nicht die Tüte, sondern das Buch. Oh mein Gott, Katze! Grumpy Cat. Grumpy Cat, not it all. Was ist das denn für ein Buch? Ich weiß es nicht. Everything you need to know. Also nein, no. No, geil. Also das ist quasi so ein Sprüchebuch. Ja. Sehr witzig. Da kann man sich ein bisschen was von der Grumpy Cat abgucken und genauso schlecht gelaunt sein. Ja, sehr süß. Ich habe das nächste gefunden. Dann, was ist es? Oh mein Gott, es ist ein Glumanda-Feuerzeug! Oh mein Gott, das ist ja voll süß. Es ist ein Pocket Dragon, wobei ich ja schon belehrt wurde, dass Glumanda kein Drache ist. Sondern? Keine Ahnung. Mir wurde nur gesagt, die Glumanda darf keinen Drache. Oh, das ist ja voll süß. Oh mein Gott, ich habe Angst. Wir gucken beide so zum Rauchmelder. Bin zu blöd. Ja. So viel dazu. Bedienungsanleitung. Den Innenteil Behälter aus dem Gehäuse ziehen. Was? Ja, weiß ich auch nicht. Halten Sie das Innenteil des Feuerzeuges senkrecht mit dem Boden nach oben und heben Sie den Filz hoch, um an den Benzinbehälter zu gelangen. Also muss ich das auffüllen oder was? Ja, das ist ja blöd. Ja. Normalerweise macht man halt auch nur. Ja. Und dann geht's an. Voll die Rauchentwicklung hier im Raum. Vielleicht kommt es auch einfach leer an, damit man es auffüllt. Also vielleicht, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht. Da steht halt nur Sicherheitshinweise und wie man es nachfüllt. Okay, das war was Großes, aber jetzt glaube ich nicht erstmal. Oh, da ist sehr viel Stuff. Nehmen wir das Größte raus.
Ich verstehe es schon nicht. Vegetarian Dollar? Oh, das ist so ein Notizbuch, aber aus welchem Fandom? Verstehe ich auch nicht. Müssen wir gleich im Zettel nachgucken. Ja, verstehe ich nicht. Das sind. Ah, das sind Aufkleber für Lichtschalter. Lichtschalter, genau. Klebst du auf den Lichtschalter und dann kannst du Lumos und Nax aussehen. Das finde ich total süß. Das ist süß. Dann haben wir noch einen Multipass. Geil! Das ist ja mega cool. Voll nice. Mein eigener Multipass. Oh, es sind noch viel, viel mehr Lumos und Nax. Oh, so dann kann man die verschenken. Das finde ich cool. Okay. Hier ist auf jeden Fall ein Bonbon, aber... Ah, nur eins! Wir probieren... Ich weiß es noch vom letzten Mal, da habe ich auch gesagt, es gibt nur eins. Vielleicht ist es nur wieder da reingefallen. Wir warten mit dem Bonbon mal. Das ist ja für den Multipass. Ja. Dass du den so... Ja. Also würde ich jetzt mal behaupten. Voll cool, dann kannst du den halt hier so dran machen. Wir warten mit dem Bonbon einfach mal. Ja, vielleicht finden wir noch eins. Ist das zweite noch da drin? Lerne ja aus Federn. Ja, das ist es. Siehst du? Das ist aber eine andere Geschmacksrichtung. Okay. Das eine ist, glaube ich, Apfel und das andere ist, ich weiß es nicht so genau, Apfelbirne und das, welches möchtest du? Ich nehme das. Aromac. Keine Ahnung, aus welchem Land das kommt. Es riecht auf jeden Fall noch nichts. Meins riecht auch noch nichts. Lecker. Ja. Das ist schön fruchtig. Wonach schmeckt deins? Nach irgendwas, was ich kenne, aber ich kann es nicht genau, es fällt mir gerade nicht ein. Nach irgendeinem Fruchtbonbon oder so. Ja, meins schmeckt auch einfach wie so ein ganz normales Fruchtbonbon. Wie diese Himbeerbonbons. Ah, lecker. Vielleicht ist es Himbeere. Muss man gleich mal lesen. Heute ist es sehr mysteriös irgendwie. Ja, irgendwie schon. Get Digital Box. So nicht. Hier liegt noch was oben drauf. Ah! Was ist das? Ach so, das sind tatsächlich so Sticker von Zelda. Das ist das Upgrade. Voll cool. Es sind richtig schöne Sachen dabei. Die kann man sich dann auf den Laptop, aufs Handy, aufs Tablet und so machen. Ich habe meinen Laptop leider schon komplett voll. Ein großes Teil noch. Nein, jetzt. Ich sehe schon das Köpfchen. Ich hab's sicher. Ja, so ungefähr ist es. Oh mein Gott, da war noch was drunter. Was ist denn das? Eye Protection Light. Achso, schon wieder eine Lampe. Zweimal eine Lampe in der Box. Das finde ich ja irgendwie crazy. Richtig nice. Sieht richtig cool aus. Mhm. Batterie und USB-Betrieb. Ah, okay. Tausendkrempel. Oh, die ist aber echt, echt cool. Richtig nice. Sehr cool. Batterien sind wahrscheinlich keine drin, würde ich mal behaupten. Ich denke nicht. Wie macht man die denn an? Boxt man drauf? Ich weiß nicht, ich denke, man muss die erstmal aufladen. Was steht denn drauf? Ah! Schau mal, hier ist ein Knopf. Ah, okay. Wenn man so schade, dass es noch nicht aufgeladen ankommt, dann kann man es nie ausprobieren, aber ja. So ist es halt. Haben wir alles? Nee, wir haben noch nicht alles. Wir haben noch hier die Loot Story für dieses Mal. Sand. Oder auch Saft. Anakin Skywalker. Richtig. Von Felix E.V. Wick. Aber man weiß wieder nicht, worum es geht so richtig, ne? Da steht nur über den Auto. Gut, ist aber diesmal hochwertiger gemacht, das Heftchen. Wir gucken jetzt erstmal ins Heft rein, um zu erfahren, was wir alles nicht kennen. Die Entewurzel aus Kuh steht ist das T-Shirt. Ja, es gibt doch N. Ach so, wow. N und Kuh, ja. Jetzt habe ich ihn verstanden. Ah, okay. Hier steht es drinne zum Feuerzeug. Man muss es mit Benzinfeuer füttern, damit der Glut auch ein Flammenwurf folgt. Okay. Also erst füttern. Abreißblock, Alter Dollar. Übrigens, dieses mal sehr hochwertig aufgemachtes Heft. Das hat ein bisschen ein anderes Design. Ach, das ist aus Per Anhalter durch die Galaxis. Oh mein Gott. Habe ich nicht gesehen, also. Hast du auch nicht gelesen? Nein. Ah, okay. Ja, gut. Wow, das ist so lange bei mir her, da bin ich überhaupt nicht drauf gekommen. Richtig geil. Lootgeschichte Nummer 3, Sand. Die dritte Lootgeschichte wurde von Felix E. Farwick geschrieben. Wie immer ist es eine abgeschlossene Kurzgeschichte, mit der sich der Autor in unserer Nerd-Gemeinschaft bekannt machen darf. Dieses Mal wird euch von einer Endzeit erzählt, in der das letzte Trinkwasser kostbar ist und der trockene Sand alles und jeden in die Knie zwingt. Darum geht es also bei Sand oder Sand. So, zu dem Bonbon. Ah, es sind russische Bonbons. Der eine Geschmack ist Birne und der andere ist Berberitze. Habe ich noch nie von gehört. Ist auf jeden Fall sehr witzig. Das Upgrade. Das nächste Upgrade ist zum Thema Batman. Ich hoffe ja, dass was von Harley Quinn drin ist. Und bei dem Upgrade ist es so, das könnt ihr flexibel dazu buchen und ihr erhaltet 1 bis 2 zusätzliche Artikel zu diesem bestimmten Thema
In dem Fall ist es eben Batman und man zahlt auch flexibel dafür. Für das Batman Upgrade zahlt ihr 10,95. Eigentlich hat das einen Wert von über 22 Euro. Ja, da bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, was es da gibt. Die legendäre Lootbox. Was? Es gibt offensichtlich jetzt eine legendäre Lootbox. Ja, es gibt eine legendäre Lootbox für Nerds und Geeks für 69 Euro mit Gadgets im Wert über 120 Euro. Und das Thema der Box ist Rick and Morty. Bis zum 31.08. könnt ihr die noch bestellen. Und die Lootbox möchte halt einfach immer wieder ein paar Themenboxen rausbringen. Und deswegen gibt es jetzt diese neue legendäre Lootbox. Klingt auf jeden Fall sehr cool. Ja, was war dein Highlight? Ich glaube, der Schnaps. Ja, meins auch. Ich würde auch sagen, der Schnatz, und wenn ich etwas anderes wählen müsste, dann wahrscheinlich das Feuerzeug, weil ich das so süß, so blöd fand irgendwie. Großartig. Also auch vielen Dank nochmal an Gap Digital fürs kostenlose Zusenden dieser Lootbox. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Unboxing und bis bald! Die Gap Digital, die wollen also, sie wollen Moment. Alle Sprachen, die ich kann. Da kann man sich ein bisschen. Diese Leuchte ist kein Spielzeug. Achso. Ach.